Mittwoch ist es. Hi Vajos. Zeit für Torwarttraining. Würde ich sagen, du bist fit, oder? Auf jeden Fall. Hast du ausgeruht? Hab richtig Spaß. Hast du einen Muskelkater von letzter Woche? Also ein, zwei Tage. Hast du einen Muskelkater? Ja, aber jetzt geht's wieder. Jetzt bin ich fit, fertig. Ja, okay, sehr gut, wunderbar. Okay, ich hoffe, ihr auch zu Hause. Liebe Kinder, ich hoffe, ihr habt auch fleißig trainiert. Schön auf jeden Fall, dass alle wieder eingeschaltet haben und alle wieder mit dabei sind für unsere zweite Einheit Torwarttraining. Ihr wisst ja momentan, wir dürfen leider immer noch nicht so raus, wie wir es uns gerne vorstellen oder wie wir es gerne hätten. Der eine oder andere hat vielleicht einen Garten und kann das Training zu Hause im Garten machen. Der eine oder andere hat aber einfach nur eine Wohnung oder ein Wohnzimmer, was auch kein Problem ist, denn wir haben ja hier auch nicht mehr als 16 Quadratmeter und bringen einfach das Torwarttraining für euch nach Hause, so dass ihr das auch im Wohnzimmer ganz easy nachmachen könnt. Was wir brauchen, sind wieder ein paar Markierungsscheiben, ein paar Bälle, wenn es geht, einen Trainingspartner. Wenn ihr keinen Trainingspartner habt, dann nehmt ihr einfach die Wand, fragt euren Nachbarn, ob ihr da dagegen werfen dürft. Und dann ist das auch kein Problem. Wie letzte Woche ja schon angesprochen, auch wir bringen ja nicht nur Torwarttraining mit nach Hause, sondern wir haben ganz, ganz viel für euch wieder im Angebot. Auch diese Woche am Montag war jetzt wieder der Fußball-Kindergarten, Dienstag Fördertraining, heute am Mittwoch wieder Torwarttraining, Donnerstag ist wieder Fußball-Kindergarten und Freitag Fördertraining, alles um 16 Uhr. Plus die Challenges, die euch der Faxe vorbereitet hat, die gilt es weiter schön nachzumachen, anzugucken, nachzumachen, vielleicht sogar weiter zu spinnen, eine neue Challenge zu basteln, uns darauf zu verlinken, bei Instagram hochzuladen und, und. Seid kreativ, habt Bock, habt Fun und probiert euch da aus, wie ihr wollt. Genau, und wenn ihr was Cooles uns schickt, dann versuchen wir das natürlich nachzumachen. Ihr könnt uns auch, wenn ihr coole Torwartübungen habt, natürlich die schicken, bei Instagram hochladen, uns verlinken. Und wir werden dann irgendwann auch mal vielleicht ein Video machen können, wo der Weiß und ich diese Übungen nachmachen. Also seid kreativ, habt Bock drauf und ich würde sagen, bevor wir jetzt viel reden und quatschen, fangen wir einfach mal an. Es geht heute um das Thema fußballerische Technik, also sprich viel Tricks und Finden im Spielaufbau plus Torwart-Grundtechniken. Ja? Ja. Dazu brauchen wir jetzt als allererstes mal vier Hütchen oder Toilettenpapierrollen oder Lappen oder T-Shirts oder wie auch immer, Blumentöpfe vielleicht nicht, wenn dann aber ohne Blumen. Genau. Wir brauchen zwei Bälle, einen Ball legen wir uns jetzt aber mal auf die Seite und wir beginnen jetzt schon mal die erste Übung ganz locker. Der Vajos geht mal raus, hat beide Bälle am Fuß. Ich stehe hier drin in diesem Viereck und bekomme jetzt den Ball immer vom Vajos zugespielt. So, der Ball spielt mich an, ich lenke den ersten Ball immer mit rechts nach rechts durch das Hütchen so durch. Sohlenwände rechts, links spielen, das gleiche über die linke Seite. Linker Fuß rauslenken, zurück mit der Sohlenwende, das Ganze machen wir doppelt. Rechts lenken, rechts Sohlenwände, dann links, links, rechts, rechts, links, links. Danach gehe ich nach Hause in mein Türchen und du hast dann den Ball, den ich dir zuspiele, ballweise den zweiten. Und gibst mir drei Bälle, die ich hier vorne halten kann. Drei Bälle, okay? Also, erste Runde. So, ich bin bereit. Erster Ball, lenken, Sohle, spielen. Zweiter, hopp, lenken, hopp. Und du kannst ruhig gleich direkt spielen. Hopp, genau, Sohle weg, spielen, hopp. Links weg, lenken, links Sohle, hopp. So, und erster Ball, hopp. Und zweiter Ball, hopp. Und dritter Ball, hopp. Und sicher. Alles klar? Nächste Runde, anspielen, los geht's, ich hab Bock heute, komm, lass uns trainieren. Hops, zapp, bisschen fester, ja. Zapp und wieder, rechter Fuß, hopp, gut, und komm her, hopp, und spielen, gut, hopp, und jetzt noch drei Bälle, Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3 und sicher. Alles klar, willst du probieren? Jo. Alles klar. Und kann losgehen, oder? Ja. So, lenken rechts, Sohle, spielen. Lenken links, Sohle, spielen. Lenken rechts, Sohle, spielen. Lenken links, hopp, Sohle, spielen. Und erster Ball, hopp. Und zweiter Ball, hoppala. Und dritter Ball, sehr gut. Kugel raus. Ihr zu Hause hoffentlich alles verstanden. Ist nicht besonders schwierig, die Übung. Wir schauen uns trotzdem nochmal an, was wir eigentlich genau tun. Danach geben wir nochmal Gas.
Also der Weiß bekommt, oder unser Torwart bekommt ja oft ein Rückspiel im Spiel auch von unserem Verteidiger oder unserem Mittelfeldspieler oder von wem auch immer. Und wir wollen ja den Ball nicht nur einfach blöd wegschießen und ins Ausdreschen, nur weil der Trainer draußen Panik bekommt, sondern wir wollen Fußball spielen. Ja? Das heißt, nehmen wir doch den Ball einfach immer mit dem langen Fuß, das ist jetzt der rechte Fuß, auf die rechte Seite mit. Der Gegner wird mitlaufen und wenn ich merke, es geht nicht, der Gegner ist viel zu nah dran, packe ich die Sohlenwände aus, verlagere das ganze Spiel auf die andere Seite, auf die linke Seite. So gehen wir eigentlich immer sicher, dass wir auch den Ball weiter kontrollieren. Mal ganz langsam, der Ball kommt, du bleibst gerade stehen, der Ball kommt, jetzt drehst du auf, jetzt lenkst du den Ball mit dem ersten Kontakt, jetzt holst du ihn wieder und vor dem Pass links einen kleinen Bogen hinter dem Ball laufen, dass der Ball nochmal schön kommt. Nochmal Bogen laufen, spielen und dann kann es weitergehen. Ziemlich einfache Bewegung. Einmal drehen, mitnehmen, zurücklenken mit der Sohle, passen und das Ganze auf die andere Seite. Und nochmal mit Tempo. So, rechts, lenken, Sohle, spielen, hopp, hopp, Sohle, weg, macht nichts. So, hopp, hopp, spielen, hopp, hopp, so, weg geht's, spielen, sehr gut, erster Ball, hopp, und auf den können wir wieder schießen und können wir wieder werfen und gut. Einen noch und los geht's, hopp, lenken, hopp, spielen, hopp, weg geht's, Sohle, gut, hopp, lenken, gut, macht nichts, spielen, hopp, weg geht's, lenken, spielen und erster, gut, und zweiter und dritter. Okay. Noch kurz üben lassen zu Hause. Wir können bald wieder wechseln. Ihr könnt noch weiter üben zu Hause. Macht das Ganze auch je nachdem, wie euch das Tempo passt. Ja? Also wenn ich jetzt jemand bin, der gerade diesen Trick zum ersten Mal macht oder zum ersten Mal übt oder sich da einfach noch nicht so sicher fühlt, ist es auch kein Problem, spiel mal kurz den Ball her. Das Ganze mal wirklich langsam zu machen. Rüberstoppen, nachgeben, Sohle drauf, rollen und aus dem Weg gehen. So, und jetzt bleibe ich eigentlich immer schön hinter dem Ball. Die Spielrichtung ist die vordere und ich komme nie in diese Gefahr rein, dass ich den Ball aus Versehen irgendwie so durch die Füße nach hinten ziehe, mich dann umdrehe und feststelle, oh nein, der war selber im eigenen Tor. Ja? Macht es einfach ein bisschen langsamer, dann kriegt ihr das Tempo eigentlich auch ganz gut hin, wenn es dann steigert. An dieser Stelle fällt mir gerade ein, ich soll dich grüßen von unserem Torwart-Experten Dominik, der, wie ich ja schon letzte Woche erklärt habe, sich ja die Hüfte ramponiert hatte. Der hatte dann eine üble Schürfwunde. Ich habe mit ihm telefoniert, er meinte, jetzt geht es ihm langsam wieder besser. Aber er kann heute leider noch nicht da sein. Trotzdem seien alle Kinder gegrüßt. So, los geht's. Nächster, spielen, rüberlenken, ziehen, zurück, hinterm Standbein, spielen, lenken, ziehen, zurück, linkes Bein, spielen, wieder, lenken, ziehen, zurück, spielen, hopp, hopp, ziehen, zurück, spielen. Nach Hause, flacher Ball, aufnehmen, rausrollen, aufnehmen, rausrollen und den dritten aufnehmen und nach vorne ablegen. Alles klar? Gut. Dann kann's losgehen. Auf geht's. Hopp. Erster, lenken, ziehen, zurück, spielen. Zweiter, lenken, ziehen, zurück, spielen. Dritter, lenken, ziehen, zurück, spielen. Vierter, lenken, ziehen, zurück, spielen. Nach Hause laufen, Grätsche, erster Ball hoch, raus, zweiter, raus, dritter und nach vorne. Alles klar? Gut. Tauschen? Jo. Zu Hause jeder gecheckt? Dann kann's schon losgehen. Huch. Gut. Los geht's. Hopp, lenken, ziehen zurück, spielen. Hopp, lenken, ziehen zurück, spielen, lenken, ziehen zurück, spielen, hopp. Gut, hopp. Und nach Hause. Erster. Zweiter. Tief. Jawohl. Stark, Marius. Nichts verlernt. Nichts verlernt. Ganz stark. Du hast auch fleißig trainiert die letzte Woche über. Ja, klar. Ich muss mich ja vorbereiten hier auf das Ding. Vorbereiten und fit bleiben. Muss. Also, und es geht weg. Hopp, lenken, ziehen zurück,
spielen. Entschuldigung. Ja, macht nichts. Kein Problem. Rechnung kommt. Gut. Und nach Hause. Eins. Zwei. Drei. Und nachrunden. Sehr gut. Super. Einer geht noch? Ja. Gut. Und los geht's. Hopp, zapp. Eins, zwei, spielen. Hopp, zapp. Hopp, hopp, spielen. Hopp, hopp, zapp, zapp, spielen. Hopp, hopp, zapp, zapp, spielen. Und erster Ball. Gut. Und zweiter Ball. Gut. Und dritter Ball. Jawohl. Sehr gut. Okay. Pause ganz kurz. Letzte Woche haben wir schon drüber gesprochen. Wir haben unheimlich viele Möglichkeiten, wie wir so ein Viereck einfach nutzen können. Wir können es einfach verstehen als Grundlinie und Raum, den wir da vorne verteidigen. Wir können es aber auch einfach als Trickviereck nehmen und alle möglichen Varianten, die wir so kennen, da drin eigentlich auch mit den Torwart-Grundtechniken verbinden. Ja, und weil es einfach auch leichter gesagt als getan ist, wollen wir beide einfach heute ganz viele Varianten auch zeigen, wie wir es machen können. Wir könnten jetzt zum Beispiel hergehen, Sohlen wenden und den Trick ziehen zurück einfach mal kombinieren. Das würde dann so aussehen, spielen wir kurz her. Lenken, Sohlenwende, wieder daher spielen, lenken, ziehen zurück, spielen und zum Beispiel halten. Das wäre eine Möglichkeit. Ja, wir könnten aber auch hergehen und könnten sagen, hier mache ich nur eine Sohlenwende, drüben mache ich nur ziehen zurück. Das würde auch gehen. Also spielen wir her. So, erster Ball. Ah, hoppala, was habe ich gesagt? Sohlenwende, genau. Zurück. Sohlenwende, spielen, hopp, lenken, ziehen zurück, spielen, nach Hause gehen und wieder einen Schuss halten oder einen halbhohen Ball oder einen Aufsetzerball, je nachdem, was euch einfällt. Wir gehen jetzt aber einen Schritt weiter und kümmern uns um die nächste Geschichte. Das heißt, wir stoppen den Ball, du kriegst das Anspiel, wir stoppen den Ball mit dem guten Fuß. Jeder ist rechts- oder Linksfuß. Jedenfalls hat jeder einen Fuß, auf dem er sich wohler fühlt. Das heißt, wir nehmen jetzt mal den Fuß, auf dem wir uns wohler fühlen. Bei mir ist es der rechte. Du spielst mich an, ich nehme den rechten Fuß, stopp den Ball mal nach vorne weg. So, spiel mal kurz her. Eins, hopp, nach vorne weg stoppen. Standtritt, ziehen, vorlegen, ziehen, vorlegen. Schuss antäuschen, Schussfinte, spielen. Du spielst entweder den flachen Ball oder den halbhohen Ball. Ja. Genau. Kannst du dann aussuchen, ich reagiere drauf. Ja, so wollen wir es jetzt einfach mal an. Wichtig ist, die Torwart-Grundtechniken-Bälle sind alle noch zentral, aber variiert, wie du willst. Okay? Also spielt der Flach auf die Seite oder was? Nein. Also du spielst entweder den Ball oder den Ball. Und ich reagiere darauf. Okay? Alles klar. So, also los geht's. Erste Runde. So, spielen. Nach vorne stoppen. Ziehen, vorlegen, Schuss finden, spielen und jetzt. Hopp, hopp. Alles klar? Wir können es auch noch weiter spinnen und dann zum Beispiel flacher Ball, aufstehen, hoher Ball. Ja? Ja. Aber jetzt bleiben wir erstmal bei dieser Variante. Ich muss entscheiden, was du wirfst. Okay? Los geht's, nächster. Hopp, nach vorne wegstoppen, ziehen, vorlegen, Schuss finden, links spielen und Ball fangen, sichern und fertig. Okay, für die Linksfüße auch. So, spielen, hopp, links nach vorne stoppen, ziehen, vorlegen, Schussfinte links, spielen und nach vorne ablegen. Alles klar? Machen wir mal die Variante mit flacher Ball, hoher Ball. Mhm. Alles klar, gut? Ja. Ich bleib mal auf rechts, so spielen. Auf links oder rechts? Rechts. Mir ist wurscht. So, hopp, eins, zwei, Schussfinte, spielen, flacher Ball, ablegen, raus geht's, stehen, zweiter Ball, festhalten, fangen, ranziehen. Auch hier wieder als kleine Wiederholung von letzter Woche. Schaut beim Fangen, dass ihr die Hände hier im Schoß habt, bevor es losgeht. Das Torwartdreieck im Schoß baut und dann den Ball eigentlich eher durch so eine Schulterhebelbewegung dann letztendlich fangt. Ja? Schmeißen wir mal kurz her. Also aus dem Schoß die Arme und Hände heben, indem wir hier in der Schulter die Arme relativ gestreckt nach oben heben. Du bist dran.
kannst du loslegen. Okay, ja, los geht's. Rechter Fuß, hopp, ziehen, hopp, Schussfinte, genau, und flacher Ball. Ah, genau, stimmt. Was heißt, ich darf gar nicht sagen, gell? Ich dachte, welche Variante wir machen. Genau, ich sag nichts, genau. Okay, nochmal vorne. Ja, klar, machen wir ein paar Runden. Hopp, stoppen, eins, zwei, hepp. War ein bisschen früh die Schussfinte. Ja. Und, ja. Schön spielen und sehr gut. Okay. Klasse war es. Gut so. Variante mit flach hoch. Ja. Okay. Willst du es linksrum probieren? Probieren wir es mal. Okay. Hopp. Ziehen, hopp, ziehen, hopp. Schön, sehr gut und flach. Und komm nach oben. Hopp. Ach, passt schon. Und weg geht's. Sehr gut. Alles klar? Gut. Pause ganz kurz. Ich zeige euch die nächste Variante. Kleines Steinchen, das brauchen wir aber nicht. So, du nimmst wieder deinen Ball in die Hand und einen Ball kriegst du hierher. Wir stoppen uns den Ball jetzt wieder nach vorne weg. Okay? Jetzt geht es aber darum, dass wir zwei Wendetricks einbauen. Das heißt, ich stoppe mir den Ball schräg nach rechts vorne, habe eine Sohlenwende hier rum, um das Hütchen rechts von mir, auch mit dem rechten Fuß, gehe in den Schiebekontakt, habe hier wieder eine Sohlenwende, spiele den Ball das an und er spielt jetzt den Ball flach zurück. Okay, aber da gibt es dann auch noch eine kleine Aufgabe, wie wir den Ball jetzt halten wollen. Okay, also spiele mich mal an. Rechter Fuß, rechtes Hütchen wegstoppen. Sohlenwende rechts. Schiebekontakt, Sohlenwende rechts, links spielen, jetzt in Position. Und jetzt gehen wir mal, der Ball spielt ein bisschen mehr auf meinen rechten Fuß, hier rüber, halten, runter. Jetzt wechseln, rüber auf links, links halten, raus, rechts wieder, halten, links raus, halten, fertig. Ihr müsst nicht nach vorne plumpsen, es geht mir jetzt nur um diesen schnellen Wechsel, um das Gewicht der Knie jeweilig auf die andere Seite zu bringen. Ja, liegt einfach daran, wenn der Ball mal nicht wunderbar gerade kommt, sondern einfach ein bisschen abgefälscht wird durch die Fußspitze, durch einen Rasenkrümel oder wie auch immer, dass ich schnell darauf reagieren kann. Alles klar? Jo. Gut, dann kann's losgehen. Ich nochmal, dann bist du gleich dran. Also, los geht's, nach vorne stoppen, nachlaufen, Sohlenwende rechts, schieben, Sohlenwende rechts, spielen links und rechts geht's los, halten, zweiter, hopp, halten, hopp, halten, hopp und halten oder nach vorne plumpsen. Je nachdem, wie man halt dann auch im Bewegungsfluss ist. Ja? Ich mach's noch einmal für links, linksrum auch, linker Fuß anspielen, links stoppen, links Sohlenwende, hopp, links Sohlenwende, spielen und wieder. Rechte Seite, hopp, linke Seite, hopp, rechte Seite, hopp und linke Seite, hopp. Den könnt ihr mitnehmen. Alles klar? War das? Gecheckt alles? Ja. Wunderbar. Dann können wir loslegen. Rechts zuerst weg. Ja. Und los geht's. Hopp, nach vorne, Sohle weg, schieben, Sohle weg. Spielen und erster, gut, und zweiter, gut, und dritter und vierter, sehr schön, gut so. Und los geht's, hopp, hopp, Sohle weg, hopp, Sohle weg, hopp, gut so, erster, gut, und zweiter, hopp. Dritter, hopp, und vierter, und weg. Sehr gut. Einmal noch. Überall. Regisseur ist auch wieder da. Sehr gut. Los geht's. Ja, gut. Bisschen überrascht gewesen, gell? Aber jetzt machen wir das. Hast schon die Punkte zuerst. Okay, gut. Und erster. Ja. Zweiter. Gut. Dritter.
Und Nummer 4. Jawohl. Okay. Ganz kurz Pause für dich. Ich zeige kurz, wie wir es auch zu Hause üben können. Falls uns der Trainingspartner gerade nicht zur Verfügung steht, kann ja auch mal sein. Ihr könnt einfach ohne Anspiel loslegen, indem ihr einfach selber losdribbelt. Ja, also los dribbeln mit Schiebekontakt, Zonenwände weg, Schiebekontakt, Zonenwände weg. Und jetzt haben wir statt dem Anspiel und Rückspiel einfach unsere Wand oder eine Mauer zu Hause im Garten, worauf wir spielen können. Ganz einfach spielen, rechte Seite, und jetzt rollen mit den Händen, Füße wechseln, hopp, Füße wechseln, hopp, und den letzten einfach mitnehmen. Ihr könnt das Ganze auch immer aus dem Passen heraus machen, aufnehmen, hopp, zweiter Ball, wie auch immer eure Fantasie eben ist. Ja, gut. Kleine Variante hier dazu noch. Wir lassen mal die Sohlenwände weg und kombinieren das Ganze mit einer Sidanwende, nämlich hier oben und hier unten. Und nach dem Anspiel gibt es noch eine nächste Aufgabe. Wir variieren nämlich wieder Aufgabe 1 mit rein. Zeigt einfach, dass wir ganz, ganz viel Wert auch auf Tricks, auf Finden und auf Fußballspielen im Generellen, ganz viel Fokus drauf legen. So rum, jetzt habe ich fast den Faden verloren. So, also, Anspiel kommt wieder, so spielen. Ja. Wir laufen rechts rum, sie da anwenden, rechts, links, links, schieben, rechts, links, links, spielen, der Pass kommt zurück, spielen, lenken, Sohlenwende, spielen, und dann kommt der Schuss. Okay. Ja, können Sie aber auch da auf die Seite noch machen, in dem Fall wäre jetzt dann der Schuss dran, machen wir danach wieder flach und hoch, oder? Mhm. Schön im Wechsel. Ja. Gut, also du spielst mich an, anspielen, hopp, nach vorne stoppen, Zidane-Wende weg, hopp, schieben, Zidane-Wende weg, spielen, da geht's rein, lenken, Sohle weg, spielen, stehen, erster Ball, halten, Kugel raus, aufstehen, zweiter Ball, fangen, sichern und vorbei. Du probieren? Ja. Gut. Ah, da. Los geht's. Hopp, stoppen. Zidane-Wende weg. Gut, schieben. Zidane-Wende weg. Hopp, spielen. Lenken. Sohle, spielen. Und auf geht's. Sehr gut. Und Ball Nummer 2. Und komm her. Weltklasse war das. Variante 2. Machen wir auf die linke Seite. Und ich werfe dir mal den Ball halb hoch zu. Das heißt, du stoppst den Dropkick nach vorne. Okay. Okay, mit der Sohle Dropkick schön nach vorne. So, auf geht's. Hopp, sehr gut. Und sie da am Ende weg. 1, 2, 3. Und sie da am Ende weg. Spielen. Links raus. Links Sohlenwende. Spielen. Nach Hause. Hopp, schön. Super. Und Nummer 2. Hopp, ganz genau. Okay. Willst du noch einen? Ja, warum? Einen machen wir noch mit Dropkick. Ja. Die Kinder auch zu Hause sehen, dass wir auch hohe Bälle nehmen können. Ich kann dich auch mal anwerfen auf die Brust. Okay. Du stoppst sie mit der Brust, dann Dropkick runter, dann in die Sidanwende rein. Probieren wir mal. Können wir auch ausprobieren, okay? So. Hopp, eins, hoppala, Dropkick stark. Sidanwende weg, 1, 2, 3. Schieben, 1, 2, 3. Spielen, erster Ball. Entschuldige, mein Fehler. Erster Ball darüber, Sohle. Spielen, jetzt rückwärts weg. Hopp, hopp, sehr stark. Und der letzte, gib Gas, Hoyers. Hoppa, wow! Nochmal den, wir fangen immer mit einem guten auf. Oh. Ja, und nochmal mit einem guten auf. Jetzt stark. Okay, gut. Wir brauchen dringend eine Pause. Ich denke, ihr braucht zu Hause auch dringend eine Pause. Schnell was trinken. Wir sehen uns in 2 Minuten wieder. Bis gleich. Gut. Okay, da sind wir wieder. Wallace? Ja. Alles auch da. Wallace auch. Genau. Wir nehmen jetzt mal einfach aus Platzgründen die Seite des Vierecks. Das ist deine Grundlinie. Na komm, hier rein. Das ist die Grundlinie. Ja. Okay. Sieht man das, Herr Regisseur? Sieht man das so im Video? Wenn wir jetzt so stehen? Ja. Passt auch, oder? Okay, super. Gut. Das Ganze schaut jetzt so aus. Wir haben Grundtechniken und eine kleine fußballerische Aufgabe ebenfalls dabei. Das heißt, du beginnst, geh mal ein kleines bisschen weiter nach hinten. Genau. Ist er so noch im Bild? Sehr gut. Okay. Du beginnst, machst einen Sidestep auf die linke Seite
runter, Hütchen greifen, gerade kriegst den ersten Ball geschossen. Ja. Okay, machen wir das mal. So, also, linke Seite, runter, hopp, so weit, so gut. Den Ball schmeißt du wieder raus. Ja. Jetzt spiele ich dich an, du kommst aber entgegengelaufen, lässt den Ball klatschen, gehst im Bogen um dieses Hütchen rum. Ich spiele dich durch das Hütchentor an. Und wenn du so rumläufst, holst du dir den Ball mit der Sohlenwelle rechts. Wir spielen einen Doppelpass um das Hütchen. Mhm. Okay? Den Ball, den ich dann wieder bekomme, spiele ich dir darüber. Das heißt, wir gehen dann auf die Seite, auf die flache Seite. Ja. Mach es mal ganz langsam vor. Ja. Also, erster Ball ist nochmal runter. Zap, hopp, hopp. So, jetzt klatschen lassen. Rückwärts weg, genau den Ball spiele ich, Sohlenwende raus, spielen, kommen, ja. Bereit machen, runter. Ganz einfach. Alles klar? Ja. Gecheckt? Geht es so? Geht. Gut. Schau, dass du wirklich nach dem Passen, wenn du links gespielt hast, im Sidestep wiederkommst und stehst, bevor es mit dem rechten Fuß nach vorne geht. Du kommst wieder in den Stand rein, in die Nullposition. Geh mal kurz auf die Seite. Nachdem du links spielst, Sidestep weg, stehen. Rechts vor, rechts in den Ball. Okay. So lange warte ich und so lange sollte auch euer Trainingspartner zu Hause warten. Wenn ihr jetzt nicht unbedingt einen Fußballer als Trainingspartner habt, ist das auch kein Problem, denn wir können uns eigentlich auch, wenn es zu Hause irgendjemand mit Fußball nicht besonders viel am Hut hat oder Angst hat, dass er seine Einrichtung zu Hause über den Haufen schießt, können wir uns eigentlich auch auf die Knie setzen und das Ganze aus den Knien machen. Ja, ich mache es jetzt mal so vor. Wie wir es machen würden, wenn wir uns das zu Hause fußballerisch nicht so zutrauen. Also erster Ball wäre so, hep, hep, Nummer 1. So, jetzt kommt der zweite, klatschen lassen, rausrollen, Sohle, spielen, rollen, hopp und so weiter. Alles klar? Gut. Mir macht aber Fußball mehr Spaß, deswegen mache ich es so rum. Alles klar? Ja. Nochmal das Ganze und weg geht's. Hopp, hopp, gut, klatschen, hopp, weg geht's, Sohlenwende, gut. Spielen, stehen und runter geht's. Weltklasse. Gut. Könnten hier jetzt auch noch variieren, den Ball zweimal spielen. Das machen wir jetzt im nächsten Durchgang. Das heißt, flacher Ball, rausrollen und den spiele ich gleich wieder. Okay, soll ich dann wieder in die Grundstellung? Nein, du hast keine Zeit dafür. Okay. Ja, du bleibst dann am Boden. Du spielst den Ball nur raus, kommst, wippst leicht hoch und gehst wieder in den zweiten Ball. Machen wir mal kurz. Ja. Also, erster Ball da runter. Hopp, hopp. Gut, und klatsche, hopp, gut, Sohle raus, gut, spielen, stehen, erster, auf, zweiter, sehr stark. Und wieder Pause, mega anstrengend, ja? Ja. Schon ordentlich was dabei, genau. Wir machen es mal auf die andere Seite auch, dass wir die Seite nicht ganz vergessen. Okay. Als nächstes der, hopp, hopp, gut, und klatsche, rückwärts weg, jetzt aufpassen mit der Mauer, genau, spielen, stehen, hopp. Und zweiter Ball, hopp, sehr gut, super. Also ihr seht wirklich auch zu Hause, das ist hier, maximal ist das ein halber Meter Platz und wir können trotzdem diese Übung ganz gut machen, auch wenn zu Hause da das Bücherregal, der Sessel oder irgendwas passiert. Ja, zieht euch am besten so ABS-Socken an oder irgendwie Schuhe, die nicht besonders dreckig sind und ihr könnt das wunderbar in der Wohnung machen. Ja, Socken sind nicht so gut, da flackt der Zeh schnell im Stuhlbein drin. Weil man einfach ausrutscht, das ist nicht so clever, aber mit Turnschuhen oder so Schläppchen, Schläppchen vielleicht nicht, aber so ABS-Socken oder so Turnschuhe, das müsste schon gehen. Auf keinen Fall Gummistiefel. Oh, das wäre schlimm. Gummistiefel wäre nicht so gut. Genau. Okay, nochmal die Seite. Ja. Okay, und los geht's. Hep, eins, zwei, gut so, kommen, klatschen, Sohle raus. Stimmt schon, oder? Hep, ja. Ja. Und stehen. Erster, klasse, Marius. Und zweiter, stark. Wunderbar. Pause wieder für dich. Wir schonen deine Gelenke. Ihr könnt es zu Hause jetzt einfach mal ein bisschen ausprobieren. Was ihr zum Beispiel auch machen könntet, wäre euch auf die Seiten, wenn ihr fallt, einfach mal so eine Isomatte hinzulegen. Und das Ganze auf eine Isomatte zu trainieren. Bettdecke ist immer so ein bisschen schwierig. Ja, auch eine Stoffdecke, weil die rutscht einfach weg. Aber es gibt ja diese Yogamatten und diese Sport,
Ja, diese Gymnastikmatten, die könnte man sich zum Beispiel bei so Fallübungen eigentlich auch ganz gut hier mit dazulegen. Legt ihr euch einfach schräg hin, die sind so dünn, da macht es jetzt auch nichts, wenn der Ball drüber rollt, der wird nicht besonders viel verspringen, dann ist das Fallen auch einfach leichter. Ja? Okay, wir gehen in die nächste Variante rein. Ich mache sie mal vor, du nimmst einen Ball wieder in die Hand, ich gehe da runter. Wir variieren das Ganze in dem Sinn, dass wir jetzt hier nicht mehr klatschen lassen, sondern den Ball mit Aufdrehen mitnehmen, einen Wendetrick haben. Ja. Dann spiele ich dich an, du spielst den Ball scharf, flach zurück. Ja. Den rolle ich raus, krieg von dir dann einen Ball nach draußen gespielt, den hole ich mir mit der Sohlenwende hier rein, spiele ich an und krieg den Ball dann auf die Seite. Also wir machen es ganz langsam. Ausgangspunkt ist wieder eher hier vorne. Ja. Runter, nach oben, hopp. Der könnte jetzt auch zum Beispiel so sein. Oder werft mal ganz leicht nach oben. So im Springen. Je nachdem, wie ihr euch am besten fühlt. Je nachdem, wie viel Platz ihr nach oben habt. Wir haben hier ungefähr 200 Meter. Könnt ihr auch nach oben werfen. Ja, also machen wir den Ball nach oben. Ja. Hopp. Erster Ball nach oben. Fangen, sicher. So. Jetzt komme ich entgegen, spiele mich an, aufdrehen, rechter Fuß, ums Hütchen mitnehmen, Zidane-Wende, links, rechts, rechts, spielen, Position, halten, nach vorne geht's, Kugel rausspielen, hier rüber kriege ich den Ball, ich ziehe den Ball mit der linken Sohle nach innen rein, spiele den Ball, Position, seitlicher Ball, zweimal, von mir aus zweimal, okay. Ja, genau. Alles klar, probieren wir es von Anfang an. Ja. Ein Ball zum Werfen, der Rest wird dann gespielt. Du gibst das Kommando. Hopp. Okay. Oh, nee, erster. Macht nichts. Ach, erster Flache, genau. Genau, erster Flache. So ja. Nochmal anspielen, ich drehe raus. Hopp, hopp, hopp. Zidane-Wende. Spielen. Flacher Ball, genau, zweiter Ball jetzt daraus, hopp, warten bis er auf der Sohlenseite ist, Sohle weg, spielen und eins und zwei und fertig. Okay? Ja. Gut, willst du noch mal probieren? Ja. Kinder sind bestimmt schon mega am Üben, es reicht denen, wenn die das einmal sehen, dann geht's schon los, Platz, Platz, Platz. Bin dann gespannt, wer am Schluss eigentlich fertig ist. Der Trainer zu Hause oder die Kinder? Wer ist da? Oder die Einrichtung? Das kann natürlich auch sein. Garten, Wohnzimmer etc. Geil ist natürlich, wenn man so ein Stockbett hat, wo man es als Tor benutzen kann. Gut, alles klar. Los geht's. Hopp, da runter. Oh, stimmt, da kommt so. Nochmal? Ja. Also nochmal. Hopp. Genau. Hopp, und jetzt komm entgegen, aufdrehen. Weg, 1, 2, 3. Spielen, flacher Ball und seitlich rauf bewegen. Das Hütchen weg. Genau, stehen und erster Ball und auf. Ganz stark. Pause wieder. Lasst euch hier wirklich Zeit. Und wenn ihr einfach braucht dafür, um das einzuüben, dann ist es kein Problem. Das Coole bei diesem Video ist ja, dass ihr jederzeit auf Pause gehen könnt. Dass ihr jederzeit auf Zurückspulen gehen könnt und euch das nochmal angucken könnt, wie das funktioniert. Und wenn ihr einfach ein bisschen braucht oder euch vielleicht gerade verausgabt habt und einfach mal schnell was trinken wollt, gar kein Problem. Pausenklick, Zurückspulen oder Vorspulen oder wie auch immer, wenn man es dann sich nochmal angeschaut hat und dann einfach auf Play drücken und weiter geht's. Auch alles kein Problem. Nochmal war das? Ja. Geht nochmal einer? Einer geht noch. Und sehr gut. Und los geht's. Hopp. Hopp, sehr gut. Und weg geht's. Hopp, aufdrehen. Hopp, Zidane-Wende. Eins, zwei, spielen. Flacher Ball, sehr schön. Jawohl. Und Sohle raus. Sohle, spielen. Erster, gut. Zweiter und Pause. Sehr gut. Super Vibes. Klasse. Geht noch? Geht, geht, geht. Geht, geht. Natürlich geht's, natürlich. So, eine Aufgabe haben wir jetzt noch, eine weitere Variante, okay? Ja. Das heißt, du gehst auf die Seite weg, klatscht auf den Ball, auf den Ball, auf das Hütchen natürlich,
stellst dann auf, kriegst den Ball von mir zugespielt und wir spielen einen Doppelpass. Links klatschen, ich spiele da raus, du holst dir den Ball mit dem rechten Fuß zu dir, ja, schiebst den Ball darüber, dribbelst darüber, machst eine Schussfinte mit links. Spielst mich dann an und kriegst beide Bälle hier raus, mhm, auf die Seite. Okay. Also, hüpf mal zur Seite, runtergreifen, hopp. Spielen, nein, nein, links lässt klatschen. Ah, ich dachte, es kommt ein flacher Ball wieder. Nein, okay, jetzt gleich, links, ja, lässt klatschen, da geht's raus, Sohle, rüberdribbeln, Schussfinte, links, spielen, stehen, erster Ball, hopp, und zweiter Ball. Genau, sehr schön. Genau. Gecheckt alles? Ja. Vielleicht kannst du nachher mal bei dem Video anhalten, ist auch gut. Vielleicht kannst du gleich bei der Übung mal schnell für das Video anhalten, weil ich kurz beim Aufstehen dann was zeigen will. Ich warte zwischen den beiden Bällen, die, okay, spielen. Okay? Also unten liegen bleiben dann halt. Ja, nee, hochwippen schon. Ich hochwippen? Bin dann, genau. Okay. Okay, alles klar. So, da geht's rüber, hopp, runtergreifen, hoch, klatschen, Sohle weg, hopp, dribbeln, Schussfinte, spielen, erster Ball, hochwippen, stopp. Jetzt würde der zweite Ball kommen. Was der Ball sehr, sehr gut macht, ist, er hat den Ball gehalten, spielt ihn raus, kommt über das Knie nach oben gewippt. Kniewippe sagen wir dazu, als Wendetechnik für den Torhüter am Boden. Kniewippe nach oben und jetzt ist alles wieder bereit für den zweiten Ball, den er jetzt bekommt. Das heißt, Hände, Arme sind wieder frei für den Ball, können ihn hier ganz gut halten, in ausgestreckter Position, weit vor dem Oberkörper. Und ihr seid wieder auf der sicheren Seite. So, jetzt, wenn er aufstehen will, macht er genau das gleiche wieder. Wippt nach oben und steht. Kann auch schnell wieder ganz aufstehen, um für den nächsten Schuss wieder bereit zu sein. Alles klar? Geht noch einer? Ja. Okay. So, und los geht's. Hopp, links klatschen, hopp, rechts raus, Sohle, dribbeln, Schussfinte, spielen, warten. Yes, und kommt nach oben. Jawohl, wunderbar, super. Gut gemacht. Geht noch einer auf die andere Seite? Ja, da muss ich mir schon umdenken. Das mache rechts ich. Klatschen lassen, so in der links. Ja. Überdrückt Schuss hinter rechts, dann auf die andere Seite. Genau. Okay. Genau. Wir machen es mal so, wir nehmen mal auf die Seite den Halbboden mit dazu. Den haben wir letzte Woche auch noch gehabt. Okay. Weißt du noch? Also die letzten zwei quasi halb hoch. Wir machen mal einen halb hoch. Ja. Und den, wenn du am Boden liegst, rausspielst, spiele ich den zweiten flach dazu. Alles okay? Ja. Gut, dann haben wir halb hoch und flach auch noch ab. Jo. So, also einen rüberflitzen, hopp, rechts klatschen, links Sohle, rüberdribbeln, Schussfinte, stark, sehr gut. So, und erst, nein, ja, erst dann der da, hopp, runter, Kugel raus, hopp, genau. Alles klar? Ja. Gut. Schaffen wir den nochmal? Schaffen wir. Kurz Pause aber. Genau. Super Bias. Also der Bias ist nur kurz, du bist 1, wie groß? 85. 1,85 ist der Bias und kriegt es auf, was ist das hier? 2 mal 2 Meter, 4 Quadratmeter hin zu trainieren. Für dich eigentlich auch eine ganz gute Trainingseinheit heute, wenn es nämlich ganz so hart wäre. Ja, ansonsten geht schon. Nicht so schlecht. Kannst du deinem Trainer sagen, komm gerade frisch aus dem Tor. Ja? Okay. Gut, nächste Runde. Nochmal runter, hopp, rechts klatschen, hopp, Sohle raus, gut, schieben, Schussfinte, spielen, fertig machen. Erster Ball, hopp, gut, und zweiter. Ja. Jawohl. Sehr gut, super. Gut, okay, an dieser Stelle kurze Pause für euch zu Hause, kurze Pause für den Bayers und für mich. Trinken, ausruhen, wir sehen uns gleich wieder. Der Vajus. Der Vajus ist noch trinken. Ich habe noch ein bisschen gebraucht. Okay. Aber letzte Woche war es doch anstrengender. Da hatten was hatten wir da alles? Hüpfen und Koordination und so. Das war auch anstrengender. Ja, genau. Nee, okay, pass auf. Vielleicht kennst du den Aufbau von letzter Woche noch. Und zwar, wir bauen uns jetzt zu Hause auch mal, ihr zu Hause, ein
eine Hütchenreihe auf. Eins, zwei, drei. Und ein Hütchen etwas weiter weg. Okay? Ich brauche einen Ball. Du hast einen Ball in der Hand. Ja. Ja? Bleibst da vorne stehen. So, ich starte mal auf der Seite. Es ist jetzt nichts ultra Neues. Also jeder, der das Fußballschulentraining oft verfolgt oder die MFS viel verfolgt oder in vielen von unseren Programmen mit dabei ist, der hat das schon öfter mal gesehen. Es geht um die Hütchenreihe, in der wir verschiedene Dribbelformen jetzt machen wollen. Mit einem Anspielen, mit einer Ball an und Mitnahme, mit Finte, mit zweiten Ball. Okay, also hört jetzt sich erstmal total verschachtelt und viel an, ist aber gar nicht so schlimm. Es geht um Folgendes. Wir legen den Ball mal ganz nach links von dieser Hütchenreihe. Wie es aufbaut, ist eigentlich wurscht. Also der Rechtsfuß baut es am besten so auf, dass die drei eher auf der linken Seite liegen und der Linksfuß genau andersrum, dass die Dreierreihe dann so rumliegt. Aber jetzt fangen wir mal an. Also, Sohle zieht den Ball zurück, die Außenseite, Fußaußenseite, schiebt den Ball rüber bis zur nächsten Lücke. Wir spielen dann mit der Innenseite rein und halten den Ball wieder auf. Schaut so aus. Sohle, außen, innen, aufhalten. Sohle, außen, innen, aufhalten. Sohle, außen, innen, spielen. Zweiter Ball, spielst du zurück. Ich lenke den Ball wieder. Sohlenwende, spielen, stehen, links nach vorne, halten. Auf, Position, stehen, halb hoher Ball, Kopf nach unten, halten. Alles klar? Ja. Gut, so weit, so gut. Ziemlich easy, oder? Ja. Okay. Ah, ich brauche einen Spielwerkzug, genau. So, also, ziehen. Ihr könntet eigentlich auch, wenn ihr zu zweit seid, das, wenn ihr zum Beispiel zwei Freunde seid oder Bruder und Schwester oder Bruder, Bruder, Schwester, Schwester, wie auch immer, das Ganze auch wieder die Uhrzeit stoppen und dann gegeneinander spielen im Wettkampf. Bloß bitte keinen Streit dann zu Hause. Nicht, dass ich dann morgen Anrufe von verzweifelten Eltern kriege, dass die Kinder sich streiten. Das wäre natürlich nicht so gut. Nein, ihr könnt es auch gegen Mamas und Papas im Wettkampf spielen, wie ihr wollt. Aber jetzt fangen wir erstmal an. So, ziehen, außen, innen, ziehen, außen, innen, ziehen, außen, innen, spielen. Zweiter Ball, lenken, Sohle, spielen, Position. Hopp, erster Ball flach. Aufkommen, stehen, hopp, zweiter Ball halb hoch und fertig. Nochmal das Ganze. Ich würde sagen, ich war nicht so schlecht jetzt. Ich war super. Ich glaube, ich meine nicht so langsam. Nee. Also technisch wahrscheinlich, ne, aber schnell war es, glaube ich, es geht. So, und los geht's. Sohle außen, innen. Sohle außen, innen. Sohle außen, innen. Spielen, zweiter, lenken, Sohle, spielen, stehen, erster seitlich, auf, hopp, stehen, hopp und nach unten. Willst du es ausprobieren, Marius? Klar. Klar. Okay, dann kannst du loslegen. Hopp, ziehen, außen, ziehen, außen, ziehen, außen, innen, spielen, hopp, lenken, Sohle, spielen, Position. Ja! Den holt er sich, den langen. Und zweiter. Ja! Gas gegeben. Jetzt wird ich glatt. Nee, geht schon. Jetzt bist du glatt. Geht. Ich habe auch zwei, drei geschafft. Ja, das ist der fertig, dann kann ich auch. Das würde ich auch sagen. Das würde ich auch sagen. Und los geht's. Hopp, ziehen, außen, innen. Ziehen, außen, innen. Ziehen, außen, innen, spielen, zweiter, lenken, hopp, spielen, hopp, sehr gut, hopp, stehen, genau, gut so, bravo. Also, den brauchst du. Auch wieder als Variante, wenn ich mich nicht so traue, mit dem Fuß zu spielen, weil das ist ja jetzt eine Übung, wo jetzt zwei Fußballer wirklich miteinander machen, ja. Wie gesagt, manche trauen sich das Ganze vielleicht auch nicht so zu. Oder sind mit den Händen zum Rollen einfach genauer. Von daher soll ja auch ein Trainingseffekt auch sein für denjenigen, der auch trainiert. Von daher soll er auch die Bälle gut bekommen. Rollt euch einfach den Ball zu, werft euch den Ball zu. Mit den Händen, das ist auch gar kein Problem. Sieht ja eh keiner.
Für euch zu Hause ist es auch völlig in Ordnung. Ja? Also könnt das Ganze auch mit Rollen machen. Spiel mal los, Marius. So, also ziehen, außen, innen, ziehen, außen, innen, ziehen, außen, innen. So, spielen und wieder zurückrollen, lenken, hopp, spielen, hopp, da geht's weg, gut, stehen, hopp und nach unten. Sehr schön, super, gut. Da geht noch einer. Ja? Ja, natürlich. Einer geht noch, danach gibt es Pause und eine Variante. Da darfst du dann wieder ausschnaufen, gell, Marius? So, okay. Ich sage schon. Ja. Und los geht's. Ziehen, außen, innen. Ziehen, außen, innen. Ziehen, außen, innen. Spielen. Lenken. App. Sohle. Sehr gut. Erster. Stark. Und stehen. Zweiter. Und weg geht's. Sehr gut. Super. Pause für dich. Ihr könnt zu Hause noch ein bisschen üben. Einfach mal eine Variante, beziehungsweise nochmal eine Runde durch mit der Variante und dann gehen wir zur nächsten rüber. Michi, sieht man uns hier so eigentlich? Kann ich sagen? Okay. Marius, wie schaut's aus? Kannst du noch? Geht, ja. Ja, geht. Na gut, okay. Aber es ist schon fordernd. Es ist schon fordernd, das stimmt. Ja. Es ist auch auf 4 Quadratmetern auf jeden Fall möglich, gescheit zu trainieren. Ja. Auf jeden Fall. Es geht auch zur Not. Geht das immer. Nächste Variante. Wir haben eine kleine Kombination aus Standtricks. Ja? Kommen dann einmal hier rum, legen uns den Ball wieder vor, spielen dann mit dir weiter. Es geht dann wieder auf die linke Seite, flach und flach. Wir nehmen zwei flache Bälle, so wie ich vorhin bei dir. Okay. Okay? Also, es geht so los. Wir haben den Ball auf der Seite des ersten Hütchens und beginnen den Durchlauf mit Ziehen zurück. Stellt den linken Fuß zwischen Hütchen und Ball. Jetzt geht's los, Ziehen zurück. Ich hole mir den Ball wieder mit Ziehen, Fußwechsel und lasse den Ball bis Höhe zweites Hütchen treiben. Jetzt wieder aufhalten, Ziehen zurück in die erste Lücke rein, Ziehen, Fußwechsel raus aus der Lücke, treiben lassen, aufhalten. Ziehen zurück in die zweite Lücke, umdrehen, ziehen, Fußwechsel zurück. Jetzt Achtung, jetzt kann ich noch nicht spielen. Ich mache hier gleich eine Zidane-Wende. Oben dran, links, rechts, rechts. Achtung, wieder links, rechts, rechts. Ziehen zurück, ziehen, Fußwechsel, ziehen zurück, ziehen, Fußwechsel, spielen. Flacher Ball auf flacher Ball. Okay? Ja. Gut, dann machen wir es einmal in schnell. Genau, den Ball krieg ich. Dann also ziehen zurück, ziehen, Fußwechsel, ziehen zurück, ziehen, Fußwechsel, ziehen zurück, ziehen, Fußwechsel, Zidane-Wende, 1, 2, 3, Zidane-Wende, 1, 2, 3. Ziehen zurück, ziehen, Fußwechsel, ziehen zurück, ziehen, Fußwechsel, oben laufen, spielen, stehen. Erster Ball, hoppala, ein bisschen weiter. Und der zweite und fertig. Okay? Ja. Gut. Ist gar nicht mal so anstrengend. So. Genau, das Ganze nochmal. Hoppala, wir fangen da sauber an. Also ziehen zurück, ziehen, Fußwechsel, ziehen zurück, ziehen, Fußwechsel. Ziehen zurück, ziehen, Fußwechsel, Zidane-Wende weg, Zidane-Wende weg, ziehen zurück, ziehen, Fußwechsel, ziehen zurück, ziehen, Fußwechsel, Bogen laufen, stehen, erster Ball flach, aufkommen, ah, fester! Ja, war schlecht. Und nochmal. Nochmal. Also, erster Ball, Hauptspieler, so, erster, ja, aufkommen, ja. Zweiter. Den hat er doch. Okay. Glaubst du, ich schaffe noch einen, Bias? Ich glaube schon. Ich denke auch. Probiere ich nochmal. Da darfst du natürlich auch noch ausprobieren. Ja, weil eigentlich bist du ja der Torwart. Und ich bin. So, also ziehen zurück, ziehen, Fußwechsel, ziehen zurück, ziehen, Fußwechsel, ziehen zurück, ziehen, Fußwechsel. Zidane-Wende, runterkommen, Zidane-Wende, hochkommen, ziehen zurück, ziehen, Fußwechsel, ziehen zurück, ziehen, Fußwechsel, spielen. Stehen, erster Ball, aufkommen, hopp, zweiter Ball, tauschen. Jo. Du bist dran.
Und los geht's. Ziehen zurück, ziehen, Fußwechsel. Zurück, ziehen, Fußwechsel, ziehen zurück. Ziehen, Fußwechsel, zieh die Armwände weg. Sehr gut. Ziehen, hopp. Genau. Hopp, 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 hopp. Spielen, erster Ball, gut so. Und zweiter Ball, jawohl. Auch hier für euch wieder zu Hause, völlig offen, ob ihr den zweiten Ball unten flach spielen wollt oder halb hoch. Ihr könntet zum Beispiel auch nach dem ersten Ball aufstehen, in die Tormitte kommen, halb hoch, flacher Ball unten. Je nachdem, worauf ich gerade Lust habe, je nachdem, wie ich es variieren will, ist für euch eigentlich alles möglich. Durchgang Nummer 2 war das. Ja. Yes. Sir, und los geht's. Eins, hopp, hopp. Eins, hopp, hopp. Eins, hopp, hopp. Sie werden Wände. Gut so. Drei, hopp, 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 hopp. Stark. Erster Ball. Gut. Und zweiter. Jawohl. Stark. Gut war es. Einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Einen Durchgang. Auch für euch noch einen Durchgang zu Hause. Offiziell. Danach dürft ihr üben, 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 üben. Weiß, wir haben es bald geschafft. Ja, ja, und los geht's. Hoppa. 1, 2, hep, hep. 1, 2, hep, hep. 1, 2, hep, hep. Sidanwende weg. Gut so. 1, 2, 3. Ziehen zurück, ziehen, Fußwechsel. Ziehen zurück, ziehen, Fußwechsel. Spielen. Erster, sehr gut. Und zweiter und Pause. Stark, Weiß. Gut so. Okay. So, ihr könnt noch ein bisschen weiter üben. Ich baue ganz kurz was um. Danach gibt es noch die letzte Hausaufgaben, Geschicklichkeitsaufgabe und dann entlassen wir euch in den Rest der Woche. Ja? Aber wir sehen uns gleich nochmal. Ihr könnt nochmal schnell einen kleinen Schluck trinken. Willst du auch noch schnell was trinken? Ich gehe noch schnell was trinken. Geh mal schnell was trinken. Ich baue das nur ganz kurz auf. Und wir bauen zu Hause, während ihr trinkt, einfach mal ein Viereck nochmal auf. Das muss jetzt nicht besonders groß sein. So wie wir es eben hatten, vielleicht ein bisschen kleiner. So. Und wir brauchen wieder zwei Bälle gleich. Jetzt warten wir mal schnell auf den Vibes. Da bin ich wieder. Da ist er wieder. Pius, da ist er. So, pass auf, du gehst ins Viereck. Ja. Nimmst den Ball in die Hand. Ja. Okay? Ja. Kleines Geschicklichkeitsspiel als Hausaufgabe. Kann man im Prinzip mit jedem Ball machen. Tischtennisball wird schwierig. Tennisball geht einigermaßen. Und ich würde es aber trotzdem mit den Bällen einfach probieren. Es geht darum, wir haben schon in der letzten Woche diesen Stupsball da gemacht. Also ich werfe mal zu dir, du stupst ihn mal zu mir zurück. Genau, so weit, so gut, kann wieder. Jetzt probieren wir mal. Ich werfe dir den Ball zu. Du nimmst die Hände von unten. Stupst du den Ball selber einmal nach oben und stupst ihn dann so zurück. Das heißt, die Hände müssen am Ball tauschen. Schmeiß mal kurz den Ball kurz her. Ich will auch Torwart sein. Hallo David. Hi. Hallo, darf ich auch Torwart sein? Deine Gruppe beginnt doch erst um 5. Hm. Möchtest du trotzdem mitmachen? Oh ja. Ja, okay. Schau mal kurz zu. Wir beginnen, ihr müsst auf Abstand gehen, Kinder, ihr wisst auch genau warum. So, komm mal du darüber. Ja. Der Marius zeigt dir, wie es geht. Danach darfst du. Also müsstest du es mir nochmal erklären. Also ich werfe den Ball hoch. So, nein, ich werfe den Ball zu dir. Du stupst mit deinem, meinen nach oben und spielst ihn direkt zurück. Ah, werf du mal deine zu mir. Ich verstehe, ich verstehe. Hopp. Ja, verstanden. Und hopp. Alles klar? Ja. So. Also erster, hopp. Und zurück. Jawohl. Das war schon die erste. Das war schon die erste Vase. So, wenn, pass auf, wir machen es anders. Nimm du den Ball in die Hand. Oh. Denn wir haben ja im Prinzip für alles vorgesorgt. Gehen wir weiter rüber. Was? Weiter rüber, du bist in dem Tor. Und wir schauen mal, wer mehr zu mir zurückbringt. Ja. Der David darf anfangen. Wie viele Durchgänge? Wie viele Durchgänge? Wir machen mal, kannst du die Zeit stoppen? Mhm. Ja, dann stopp mal eine Minute. Und wir schauen, wie viele Bälle ich zurückbekomme. Komm, okay? So, fertig, los geht's. Hopp, eins. Sehr gut. Eins. 1-0. 1-1. 2-1. Oh, der war nix. Der gut nicht. 3-1. 3-2. 4-2.
Lass ihn mal, das der zählt doch 4. Was, der zählt doch kein Mal? Ja, der zählt auch nicht. Das war nicht mein Rekord. Immer noch 4-3 für David. Jawohl, Vajos. 1-2. 5-3. Das war's. 4. Ja, 5-4. Du bist ja für die Souveräne, dass ich 6-4. 6-5. 7-5. Ja, der zählt leider nicht. Noch Kopfball rein. Jetzt mach ihn. Oh, ey, da baut er doch ein Köpfes ein. Vajos mit Kopfball ist in der Wand gewesen. Komm, wie lange noch, Michi? 10. Okay, steht 8-5. 8-6. Nein! Okay, komm ran. 8-7. 9-7. Und 9-8. Wann sind wir fertig? Nein! Und jetzt auf geht's, mach den letzten, Junge! Ah, 9-9. Und 10-9. Du musst schreien, Michi, wenn's aus ist. 10-10. Schluss. Schluss. Ich hab's vermasselt am Ende. Das macht gar nichts, liebe Kinder. Auf jeden Fall ausprobieren zu Hause. Sehr gut, Faxe. Faxe und Vajos haben es richtig, richtig gut gemacht. Ihr könnt auch den Ball einfach... Oh, jetzt muss ich nach Hause. Ich bin ja, aber ganz schnell, sonst ruft die Mama wieder an. Genau. Ihr könnt das Ganze machen, wie ihr wollt. Ihr könnt zum Beispiel auch zweimal hochstupsen und wieder zurück. Ihr könnt dreimal. Ihr könnt auch den Ball erstmal über den Boden stupsen, dann zurück. Also eurer Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Vielleicht nehmt ihr es auf, baut einfach mal eine Challenge, schickt die uns durch, verlinkt uns drauf. Wir versuchen die Challenge nachzumachen. Und dann versuchen wir mal gemeinsam unser Bestes. Liebe Kinder, liebe Eltern, vielen Dank für die Einheit heute am Mittwoch. Vajos, vielen, vielen Dank dafür, dass du hier mitgemacht hast. Danke, dass ich da sein durfte. Ja, klar, logisch. Wir sehen uns nächste Woche eh wieder. Wir sehen uns auch nächste Woche wieder, aber nicht vergessen und weitersagen, wer es noch nicht weiß, wir haben immer Montag Fußballkindergarten 16 Uhr, Dienstag Fördertraining 16 Uhr, Mittwoch Torwarttraining 16 Uhr, Donnerstag Fußballkindergarten 16 Uhr, Freitag Fördertraining 16 Uhr. Dann bitte einschalten und teilen und liken und angucken die Challenges, die unser Faxe, der gerade da war, eben bei Instagram, Facebook und überall bei euch teilt, angucken, nachmachen, uns drauf verlinken, uns zurückschicken und vor allem Spaß haben, Fußball spielen, obwohl wir gerade nicht dürfen. Das ist das Allerwichtigste, bleibt dabei, habt weiterhin Spaß daran, probiert einfach alles aus und das Allerwichtigste, bleibt gesund. Genau, das war es von uns, wir wünschen euch einen schönen Abend, macht's gut und bis nächste Woche. Ciao. Ciao, ciao.